Hey da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das heutige Video ist sozusagen ein Abonnenten-Special. Ich weiß, 30.000 ist eine recht krumme Zahl, aber ich denke, keiner würde sich beschweren, wenn er einfach so ein Dankeschön zwischendurch bekommt, oder? War eigentlich erst 20.000 Abonnenten-Special angedacht, sind aber etwas gewachsen. Ich beschwere mich ehrlich gesagt nicht. Ich freue mich sehr, dass es aktuell so gut läuft und dass ihr, wie auch ich, sehr viel Spaß an diesem Kanal zu haben scheinen. Aber ja, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, wie dankbar ich bin, wie toll ihr seid, wie sehr ihr mich motiviert und wie ihr mein Leben verändert habt, was natürlich alles absolut stimmt. Aber das kann ja jeder. Das kann jeder. Das ist nichts Besonderes mehr heutzutage auf YouTube. Aber wisst ihr, was besonders wäre auf YouTube heutzutage? Wenn ich euch alle malen würde. Das wäre sogar zu besonders für mich. Aber wir werden es teilweise versuchen, okay? Wir werden das Schritt für Schritt angehen. Alle, die mein 1000 Abonnenten-Special gesehen haben, wissen, dass ich es einigermaßen ernst meine. Damals habe ich meine 1000 Abonnenten gezeichnet. Nicht realistisch oder so, sondern in Form von Doodles. War eine coole Erfahrung, aber das hat bei 1000 Abonnenten schon 3 Tage gebraucht. Und ihr könnt ja ungefähr umrechnen, wie lange das dann dauern würde bei 30.000 Abonnenten. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich einmal damit anfange, ich das auch durchziehen muss. Und ich habe keine Ahnung, inwiefern ich das skalieren kann. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nur einige von euch zu zeichnen. Ich habe vor einigen Tagen auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, gefragt, wer gezeichnet werden möchte. Es haben sich einige gemeldet und ich habe einige ausgesucht. Ich habe insgesamt 7 Leute, die ich heute zeichnen werde. Diese Leute habe ich wirklich rein zufällig gewählt. Ich hatte die ganze Liste auf Instagram mit den Leuten, die sich gemeldet haben, habe einfach wild rumgescrollt und dann auf einen Namen getippt. Daraufhin habe ich natürlich erstmal mir das Profil angeschaut, denn ich bin ehrlich, ich möchte schon eine gute Vorlage haben. Gute Vorlage heißt nicht, die Person muss hübsch oder hässlich sein oder sowas, sondern die Vorlage muss vor allem eine gute Beleuchtung haben, scharf sein und es sollten bestenfalls keine Filter verwendet werden. Und zwar werde ich diese 7 besonderen Abonnenten von mir in dieses kleine Buch packen. Das ist eines meiner vielen Skizzenbücher, die hier rumliegen und noch unverwendet sind. Und ich dachte, ich widme es euch einfach. Und wir können das ja so ein bisschen durchziehen, wenn ihr fleißig weiter abonniert, dass ich vielleicht bei 40 oder bei 50.000 Abonnenten wieder ein Special mache und dieses Buch vervollständige oder weiterführe. Okay, kleiner Szenenwechsel. Einzig und allein aus dem Grund, weil sich gerade ein Dachdecker neben meinem Fenster aufs Dach begeben hat und ich nicht wollte, dass er mir zusehen kann, wie ich mit mir selbst rede. Ich glaube, ich hatte eigentlich schon das ganze Wichtige gesagt. Eine Sache wollte ich allerdings noch ansprechen und zwar eine Frage, die wahrscheinlich schon seit einer kurzen Weile bei euch hier in den Köpfen rumschwabbelt und zwar: Sieht Shania anders aus? Sieht Shania besser aus? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, deswegen tun wir einfach so, als wäre es schon immer so gewesen und erwähnen es erst gar nicht in den Kommentaren, okay? Ich denke, wir alle hatten im Laufe des letzten Jahres eine kleine Identitätskrise. Ansonsten wäre der Lockdown auch kein richtiger Lockdown gewesen, ha? Huh? Mir geht's aber gut, alles gut. Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Ich mag's. Manchmal und manchmal nicht. Also wie gesagt, ich werde heute die 7 auserwählten Abonnenten in dieses kleine Buch packen. Für die Interessenten, es ist ein kleines Buch von Art Creation. Eine sehr, sehr gute Kunstmarke meiner Meinung nach. Und die Acrylfarben, die wir nutzen werden, sind vor allem die Rembrandts. Ich werde heute meine neue Schachtel anbrechen. Ich freue mich schon. Ich wollte noch irgendetwas sagen. Genau. Ich weiß, dass es kommen wird, dieser Vorwurf. Und deswegen möchte ich mich direkt mal in Schutz nehmen und sagen, nein, ich habe nicht geschummelt und nur hübsche Frauen rausgesucht, weil ich gerne hübsche Frauen zeichne. Ich habe einfach nur eine sehr hübsche Community. Punkt. Aus. Ende. Aber gut, mein Vorgehen jetzt ist, ich werde die erste Seite aufschlagen und dann suche ich mir direkt die glückliche Lady raus, die mein Opening in diesem Skizzenbuch sein wird. Und dann prime ich die Seite erstmal, weil das sind halt eher so Buntstiftseiten. Die sind nicht super dick und damit die Acrylfarbe das nicht komplett zerfleddert, ja, braucht es erstmal eine kleine Schutzschicht. Ich hoffe, dass das alles hält. Das ist eine recht spontane Entscheidung. Eigentlich wollte ich Papier benutzen, aber dann hat Simon gesagt, es wäre doch cool, wenn man das irgendwie alles miteinander verbindet. Ja, deswegen haben wir jetzt ein Skizzenbuch. Wir werden als Primer einfach ganz normalen Gesso-Primer nehmen, auch von Art Creation. Bin nicht gesponsert, aber wenn jemand von Art Creation mich gerade sieht, sponsert mich gerne. Washi Tape.
Hey, hey, Shania aus der Zukunft hier. Ich habe es Gott sei Dank hinter mir im Vergleich zu der eingeblendeten Shania. Sie hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Sie hat da noch gar keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist und wie viel Stress es sein wird, 7 Menschen innerhalb von 2 Tagen zu malen und so zu malen, dass man sie erkennt. Denn es ist jetzt nicht so wie sonst immer, wenn ich zeichne. Ich zeichne sehr ungern eigentlich bekannte Leute, auch wenn ich es in letzter Zeit recht oft gemacht habe. Aber eigentlich mache ich es nicht so gerne, weil ich es mag, einfach so ein bisschen Freiheiten mit einzubauen. Also ich mag es nicht eins zu eins zu gucken, okay, wie sieht das Auge aus und es genauestens zu 100% zu kopieren. Finde ich persönlich teilweise sogar ein bisschen langweilig. Deswegen mache ich es einfach ungefähr, interpretiere selbst ein bisschen rein und habe am Ende halt eine eigene Version von dieser Person. Und wenn diese Person nicht unbedingt eine Person des öffentlichen Lebens ist, fällt das auch keinem auf und es ist trotzdem ein wunderschönes Bild am Ende. Wenn ich Bekanntheiten male, so Beyoncé, David Beckham, dann ist es wieder was anderes. Da muss man diese Person natürlich erkennen. Das ist schon mal etwas schwieriger. Aber es ist nichts im Vergleich dazu, wenn man Leute zeichnet, und man weiß, dass diese Leute es sehen werden. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich David Beckham heute malen würde, der würde sich mein Video nicht angucken. Diese Leute, die ich hier in diesem Video male, die werden dieses Video sehen. Und die werden sehen, was ich mit ihrem Gesicht anstelle. Und das zu wissen, hat mich sehr gestresst und hatte auch die Folge, dass das hier, dieses ganze Projekt, künstlerisch gesehen, mit das Schwierigste war, was ich in letzter Zeit geschaffen habe. Und ja, ich weiß, dass ich letzte Woche noch die Top 10 Germany's Next Topmodel-Kandidaten auf ein Blatt innerhalb von 3 Tagen gepresst habe. Ich weiß, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was ich die letzten 2 Tage durchgemacht habe. Ich hatte so viel Stress und so viel Angst, dass diese Leute, die mich unterstützen, mir folgen, die meine Tipps sozusagen annehmen und versuchen umzusetzen, am Ende sehen, was ich mit ihrem Gesicht anstelle und dann denken, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das kennen wir alle. So ein Star zu malen ist eine Sache, aber wenn du für deine Mutter ein Porträt von deinem Bruder oder so zeichnest, dann schwingt da so ein anderer Stress mit. Ich weiß nicht. Ist das nur bei mir so der Fall? Das kann doch nicht nur bei mir der Fall sein, oder? Aber nun ja, das hatte letztendlich zur Folge, dass ich bei deinem ersten Bild viel zu lange gebraucht habe. Ich habe mir gesagt, ich nehme mir maximal 1,5 Stunden Zeit pro Bild. Für das erste Bild habe ich den ganzen Tag gebraucht, also wirklich von morgens bis abends. Und das war die super liebe Vennybee. Kurz zu Vennybee, sie ist, ich muss hier kurz Werbung einblenden, weil das deutsche Gesetz halt. Sie streamt auf Twitch, schaut da gerne mal vorbei. Ich habe da zufällig vorbeigeschaut, als ich ihr geschrieben habe, dass ich sie zeichne. Und es war wirklich sehr entertainend, also ich kann es euch nur empfehlen. Aber wieder zurück zum Bild. Ich habe so lange gebraucht. Ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass das gut aussehen muss und dass sie sich selbst erkennen muss. So, wenn es nicht darum gehen würde, dass man diese Person erkennt, sondern dass es einfach ein schönes Bild am Ende ist, dann wäre ich schon nach 1/2 Stunde fertig gewesen. Aber das war halt nicht der Fall. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht zufrieden. Wenn ich mir das Bild so angucke, mag ich es. Aber wenn ich es vergleiche mit dem Originalbild, bekomme ich ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Und ich frage mich echt, was die Vennybee davon halten wird. Ich denke mal, du guckst es gerade. Bitte, bitte töte mich nicht, wenn du siehst, was ich mit deinem Gesicht angestellt habe. Wir sind mittlerweile schon bei Tag 2 angekommen. Ja, ich habe gestern leider nur ein Bild geschafft, was blöd ist, weil ich wollte das eigentlich heute fertig kriegen. Mal gucken, ob ich 6 weitere Leute heute gemalt bekomme. Aber gestern ist die Kamera leer gegangen und danach wollte ich noch weitermachen, sobald die Kamera wieder einigermaßen geladen war. Aber irgendwann hatte ich dann die Migräne des Todes und dann habe ich mich lieber etwas früher ins Bett gelegt. Dafür haben wir aber heute einen längeren Tag. Ich habe hier schon was gepreppt. Ich werde hier etwas malen und hier mit Buntstift etwas zeichnen. Eigentlich wollte ich nicht mehr mit Buntstifte zeichnen in die nächsten paar Videos. Aber meine Hand geht's wieder super. Also belasten wir sie einfach nochmal. Thank you.
Acrylfarbe ist etwas, wo ich eine große Leidenschaft für habe, aber wo ich nicht sehr viel Geschick drin habe. Also sagen wir so, ich bin noch ein Anfänger mit Acrylfarbe. Ich mache es knapp seit einem Jahr, aktiv seit ein paar Wochen erst. Und ich muss sagen, bei allen Bildern in diesem Buch bin ich sehr zufrieden, wie die Acrylfarbe am Ende oder die Acrylfarbenbilder am Ende geworden sind. Ich habe zwei Bilder mit Buntstifte gemacht, mit den Luminance, um genau zu sein. Und das sind die beiden Bilder, die mir am wenigsten gut gefallen. Und vor allem beim letzten Bild bin ich ein bisschen traurig, dass ich es mit Buntstift gemacht habe und nicht mit Acrylfarbe, weil das Endergebnis sieht nicht schön aus. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich habe dieses Ding, dass ich jedes zweite Bild eigentlich versemmel. Also, ich sehe das natürlich nicht immer, weil das veröffentliche ich nicht immer. Es gibt halt immer Momente, wo ich skizziere und nicht zufrieden bin und es wegradiere, wegschmeiße und dann nochmal von vorne anfange. Ich denke, das haben wir alle. Dennoch, trotz dass ich es nicht mit euch teile, immer, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ich möchte, dass euch allen absolut bewusst ist, dass generell jedes zweite bis dritte Bild bei mir in den Müll kann. Also wirklich einfach schlecht ist. Ja. Einfach schlecht. Das ist einfach so. Manchmal trifft man es einfach nicht. Manchmal denkt man, oh, das sieht gut aus. Da fängt man an, dann macht man weiter und dann merkt man, das sieht nicht gut aus. Dann legt man es zur Seite und man fängt nochmal von vorne an. Das hab ich, das habt ihr, das hat jeder Mensch, der irgendwie künstlerisch tätig ist. Auch die Leute, die ihr so bewundert auf Instagram oder YouTube, die zeichnen nicht Kunstwerk nach Kunstwerk nach Kunstwerk, sondern da sind immer ein paar ungelungene Sachen zwischen und die werden einfach zur Seite geschoben. Denn man möchte natürlich immer das Beste von sich bieten und zeigen. Ist ja logisch. Aber genau deshalb, weil ich halt schlechte Kunst mache und sie nicht so gerne zeige oder sie nicht so gerne direkt neben was Schönes habe, weil ich finde, dass das Hässliche das Schöne dann so ein bisschen runterzieht und hässlicher wirken lässt, weil das Gesamtbild nicht mehr so wowy ist. Genau deshalb zeichne ich nicht gerne in Skizzenbüchern. Vor allem nicht in so gebundenen Skizzenbüchern, wie es hier der Fall ist, weil ich halt immer Angst habe, wenn das Bild schlecht wird, dann ist es für immer da drin. Und jetzt hatte ich eigentlich doppelt Angst, weil erstens Skizzenbuch. Ich habe nur einen Versuch und wenn es nicht gut wird, dann wird es für immer dennoch da drin bleiben. Und zweitens, ich zeichne Menschen, die wirklich anscheinend etwas von meiner Kunst halten und ich muss versuchen, sie nicht hässlich darzustellen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen habe. Worauf ich hinaus wollte. Trotz des ganzen Stresses war ich sehr stolz auf mich selbst, denn fast bis zum Ende sind einfach alle Bilder gut geworden. Alles sah hübsch aus. Ich hatte zwischendurch immer so Phasen, wo ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Aber dann habe ich es irgendwie doch noch gefangen und das Endergebnis ist gut geworden und ich war wirklich bei jedem Bild am Ende, ah, das sieht schön aus. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Person, die ich gezeichnet habe, es persönlich schön findet. Aber ich persönlich finde das Endergebnis schön und ich finde, wenn man durch das Buch durchblättert, sieht das nice aus. Thank you.
Heute Morgen habe ich das letzte Bild gezeichnet. Mit Buntstifte, weil ich dachte, okay, Shania, du bist schon zu spät. Mach mal mit Buntstifte das Bild, das geht schneller. Und dann lädt das Video noch einigermaßen pünktlich hoch. Man sollte nie gestresst zeichnen. Und vor allem sollte man nie gestresst mit Buntstiften zeichnen. Maxi, es tut mir so leid. Vor allem hast du so ein schönes Bild. Du hast wirklich ein wunderschönes Bild. Ich liebe das mit der kleinen schielenden Katze. Und dass sie auch an der Leine ist, was voll cute ist. Es ist einfach nicht schön geworden. Das tut mir voll leid. Und an sich ist es immer noch eine gute Quote. Ich habe 7 Bilder gezeichnet und erst das 7. ist nicht gelungen. Aber ich bin trotzdem ein bisschen traurig. Ich glaube, dass ich dich nochmal male, wenn ich darf. Ich schreibe dich nochmal an, glaube ich, auf Instagram. Ja, ich glaube, ich male dich nochmal. Bald, irgendwann. Als kleine Entschädigung dafür, dass ich dich so verunstaltet habe, okay? Ich zeige euch jetzt nochmal das Endergebnis. Ich blätter noch einmal durch. Ich muss sagen, bis auf das letzte Bild, tut mir leid, Maxi, ist es wirklich gut geworden. Ich bin sehr stolz, sehr zufrieden. Ich finde auch das Layout schön, wie es sich von Seite zu Seite wechselt. Ich wollte eigentlich auch mit Gouache arbeiten, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es durch die Seiten sifft. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Gouache, das heißt, ich werde erst noch ein bisschen üben, vielleicht beim nächsten Abo-Special, falls es dazu kommen sollte. Wer weiß, wer weiß. Ich habe auch überlegt, ob ich das nächste Mal zum Beispiel nur Details von meinen Abonnenten einbaue. Zum Beispiel nur die Augen oder nur den Mund oder die Silhouette, keine Ahnung. Ist bestimmt auch ganz schön, um da so ein bisschen Abwechslung ins Buch reinzubringen. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen, bis das ganze Buch voll ist. Ich bin sehr neugierig. Und ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn das hier ein Format ist, das ich auf jeden Fall fortsetzen muss, falls wir wachsen sollten. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Und man sieht sich diesen Sonntag wieder mit einem Ich bewerte eure Kunstwerke. Tschüssi!